So, dann sind wir wieder im Geschäft, Digga. Wie das so schön in einem tollen Bud Spencer und Terence Hill Film heißt. Oh, und ich habe irgendwie gerade was Blödes gemacht. Egal. Bud Spencer kommt übrigens, glaube ich, gebürtig aus Neapel, soweit ich weiß. Schauen wir mal. Also, wir haben hier bei Gnaeus Scipio Asina ein. Oh, cool. Parma. Leicht genug zum Tragen, stark genug, um einen Pfeilhagel standzuhalten. Also. Der Schild. Das ist nice. Das ist nice. Dieser Charakter hat bereits einen vollen Haushalt. Okay, dann müssten wir uns das mal kurz anschauen. Geht das parallel? Das finde ich ja geil. Bei Europa Universalis kannst du ja alles parallel machen. Ne, dann weißt du nicht, was er halt. Okay, ich sag mal, dann hier in die Gruppe schicken. Da siehst du dann was und weißt nicht, hat er jetzt schon was oder was bringt denn das genau? Und dann gehst du einfach hin und klickst drauf und sofort Wir hungern nach einer Schlacht. kriegst du halt die Informationen, was jetzt halt da dran stimmt und was halt nicht, ne? Ja, das gefällt mir bei den Paradox-Spielen halt so saugeil. Also gucken wir mal hier rein. Wo war der Haushalt? Hier. Wieder hat einen vollen. Ah ja, da hat er. Ah ja, okay. Ah, nice, nice, nice. Geschossreichweite. Entfernt das aktuelle zugewiesene Objekt, genau. So, und dann gehen wir hin. Weil der wird Nahkämpfer, General. Definitiv, definitiv. Und ich finde, Schaden kann man eigentlich nie genug machen, ne? Auf der anderen Seite, Angriff ist halt. Also, ich denke gerade, was ich für eine Taktik mit den Römern fahre. Fahre ich mit den Römern so eine Hammer- und Amboss-Taktik, was natürlich genial wäre, mir aber bei Stadtbelagerungen nichts bringt, dann würde ich auf die Parma gehen. Fahre ich aber nur Offensivtaktik, wo ich die Kills mit der Infanterie mache und eben nicht mit der Kaff. Was mikrointensiv, na, es ist nicht unbedingt mikrointensiver, aber was doch viel Koordination erfordert, nehme ich den Gladius. Okay, wir nehmen den Gladius, Leute. Wir wollen hier richtig Damage machen. Und hier gab es auch nochmal ein verbessertes Gefolge. Plus zwei kulturell. Ah, kultureller Einfluss. Geilo, geilo. Ja, und da nehmen wir natürlich Hingabe, weil das die Bewegungsreichweite erhöht. Das ist einfach sau Euer gut. Agent hat eine neue Fähigkeit. Sehr gut. Ich finde die Berater jetzt auch nicht zu nervig, finde ich eigentlich ganz gut. Es ist ein bisschen, es ist ja immer schwierig. Du hast dann Leute, die spielen das Tutorial gar nicht, beziehungsweise eben den Prolog, steigen halt direkt ein. Und da muss man dann immer halt ein bisschen aufpassen, dass die halt trotzdem noch ins Spielgeschehen eingeführt werden. Deswegen sagen die ja einige Sachen doppelt, die man dann aus dem Prolog schon kennt. Also auch für alle jetzt, die bei dem Spiel noch relativ neu sind, man muss jetzt nicht hundertprozentig da den Prolog spielen, aber ich würde es machen, weil mir hat er persönlich viel Spaß gemacht. Unzuverlässig. Der Lucius Julius Libo. Kommandant? Der Baubericht. Lass das Geld sprudeln. Und der Heilige Hain müsste da jetzt auch schneller konvertieren. Jawohl, öffentliche Ordnung ist besser geworden. Sehr schön. Hulala. Aber minus 4 Nahrung. Wobei wir momentan haben wir sie noch, aber. Wow. Ja, und das hier bringt natürlich minus 4 öffentliche Ordnung. Ne? Das, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, gehen wir doch einfach noch ein bisschen stärker auf auf das Städtewachstum, oder? Wir bauen ja momentan alles, was geht. Das ist so krass. Großer Hafen und Bau nicht möglich. So, dann überlegen wir uns Folgendes. Wo haben wir nachher den ertragreichsten Handel? Ich möchte eigentlich auf beide nicht verzichten. Ich möchte auf beide, ehrlich gesagt, nicht verzichten. Rimini, klar, also Ariminum, das heutige Rimini, klar, als Küstenstadt ja natürlich berühmt.
Neapel, aber auch berühmt für seinen Hafen, könnte ich mir vorstellen. Was geht denn hier an Handel durch? 113. Da hat sich wahrscheinlich... Okay, Handelshafen hier. Ja. Müssen wir gerade gucken. Wir können es ja auch irgendwie kombinieren, denke ich, ne? Ah, aber das brauche ich noch. Da springt halt nochmal Provinzwohlstand bei raus. Und momentan habe ich halt noch mein General, der also hier die Baukosten reduziert. Verzeiht mir bitte, dass ich mir hier noch ein bisschen Zeit nehme, um mir das alles genauer anzugucken. Da sind's... Warte. Kannst du raus? Ja, gut. Du gehst hier rein. Du wartest noch eine Runde. Ich will dich haben. Die sind mehr oder weniger identisch, ne? Gnaeus Epidus Bulbus. Wer heißt denn hier? Wer hat denn den cooleren Namen? Bulbus kannte ich vorhin und Naso. Naso finde ich auch geil. Publius Quirinus Naso. Und der hat auch so einen Riechkolben, was ich cool finde. Dich nehme ich. Rom braucht treue Diener wie diesen neuen Agenten. I know. Ah, da hätte ich dich da oben noch eine Runde drin lassen können, alles klar. Nee, die Häfen sind nicht mehr gut hier. Hier oben, in Rom. Der Tempel des Mars, aber das ist vielleicht ein bisschen teuer. Nicht nächste Runde, obwohl, das müsste noch hinhauen. Was kostet das Ding hier? 2400, rechne ich mal gerade hoch. Kriege ich auf jeden Fall nächste Runde wieder rein. Und das hier kostet 3400. Wir sparen eine Runde und gucken mal, was wir dann so insgesamt auf dem Ei haben. Wir könnten auch hier noch den relativ günstigen Hof errichten. Ja, ich will ja übrigens, genau, wir machen den Hof, denn ich will jetzt möglichst schnell auch hier an die 20 Nahrungsüberschuss kommen. Ich glaube, ich habe auch ganz lange nicht mehr gespeichert, oder? Ja, das sind noch alles alte Saves. Ich glaube, ich bin ja jetzt schon bei Part 3. Kann das sein? Ich denke ja. Okay, Spiel fortsetzen. Ihr Hunger nach einer Schlacht. I know. Moment mal, gab das noch irgendwie einen Erfahrungsbonus oder sowas? Nee, ne? Du gehst hin und nimmst dir... Rom zu dienen ist eine große und glorreiche Sache. Eine Tastati? Ist vielleicht ein bisschen wenig, ne? Ihr Hunger nach einer Schlacht. Wenn ich das richtig sehe, habe ich jetzt hier seinen Bewegungsradius und er kommt bis Ariminum, was mir nicht gefällt. Also muss ich eh die Runde weitermachen. Und dann kannst du auch die Hastati hier weglassen. Genau, und dich brauche ich jetzt langsam, damit wir unsere Landung oben in Alalia vorbereiten können und die Etrusker endgültig vernichten. Ich würde sie ja auch noch irgendwie so dauerhaft in mein Königreich eingliedern. Ach, guck mal da, da haut er jetzt ab. Und belagert den Hafen von Neapel. Ah ja, okay. Ich bin, das habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt, vielleicht auch ein bisschen zu geizig mit den Generälen. Also ich habe nicht so viele Generäle rekrutiert. Könnte also sein, wenn euch das da... Schande für Lucius Octavius Curio. Wer bist denn du? Je ehrgeiziger ein Charakter ist, desto nützlicher ist er auch für eure Fraktion. Doch das hat zwei Seiten. Zu viel Ehrgeiz kann durch Machthunger zu einem Bürgerkrieg führen,
Daher ist es wichtig, solche Charaktere im Auge zu behalten und ihnen nicht blind zu vertrauen. Okay. Ein Mitglied eurer Familie wurde für schuldig befunden, sein Mündel vergiftet zu haben, um das Land des Jungen zu erben. Wow. Tapeischer Fels. Stoß diese Kreatur vom tapeischen Felsen. Ihn begnadigen. Ich meine, das Leberetten sorgt für große Dankbarkeit. Er kann sicher dazu überredet werden, seinen neu gefundenen Reichtum mit euch zu teilen. Nichts unternehmen? Wollt ihr euch wirklich in diese schreckliche Angelegenheit verwickeln? Minus 4 Einfluss. Ihn kreuzigen, das macht man aber nicht. Nein, nein. Gib mir mal gerade eine Sekunde Bedenken. So, ich bin wieder zurück. Ich wollte nur nochmal schnell nachgucken, was es mit diesem tapeischen Fels auf sich hat. Ich wusste das jetzt nicht, aber ich konnte mir halt schon in etwa vorstellen, worum es geht. Also, woher der Name kommt, ist nicht ganz klar. Er kommt entweder von einer vestalischen Jungfrau, der vestalische Tempel. Ist halt eben, dort waren halt die Jungfrauen, Tempelpriesterinnen, ja, das war ja, der Jungfrauenkult war ja in Rom und in Athen beispielsweise, ne, der Parthenon, ne, Tempel der Jungfrauen, so in Anführungszeichen, Parthenon heißt ja Jungfrau, aber bezeichnete eben auch den Tempel, war ja eben da sehr verbreitet und, also es gibt wohl einige, es gibt wohl einige Geschichten, die mit dem Stamm der Sabiner zu tun haben. Und einen möglichen Verrat, dass die Sabiner in das Kapitol gelassen werden sollten. Und dieser Tempel wurde wohl in diesem Kontext so mehr oder weniger rituell auch zur Vollstreckung von Todesurteilen genutzt. Das heißt wirklich, man hat die Leute, manchmal hat man sie auch vorher erwürgt und dann darunter geschmissen. Ja, also gibt es ganz grausame Geschichten drüber. Aber es war wohl bis 46 nach Christus oder 43 nach Christus unter Kaiser Claudius. Bis dato war es noch üblich, dort Todesurteile zu vollstrecken. Cassius Dio berichtet, also Cassius Dio ist ein ganz wichtiger Historienschreiber aus der Antike, der berichtet eben darüber, dass 43 nach Christus das letzte Todesurteil am tarpeischen Felsen vollstreckt wurde. Es könnte auch sein, dass dieser Fels nach anderen Persönlichkeiten benannt ist, die dort sich ihr Leben genommen haben aus Liebe oder die dort eben wegen Verrat verurteilt wurden. Er wurde eingesetzt, um bei Meineid, Inzest, Verrat Todesurteile zu vollstrecken. Also das sind halt eben die Verbrechen, auf die die Todesstrafe in Rom stand. Was aber auch noch dazu kommt, ist eben die Flucht vor dem Herren oder der Verrat am Herren durch einen Sklaven. Es gibt einen Wikipedia-Artikel dazu, der ist jetzt nicht so gut, weil er die Geschichte hinter diesem Zwischenfall mit den Sabinern nicht erklärt. Aber wenn ihr euch das mal antun wollt, ansonsten guckt doch gerne mal rein. Also wir sagen tarpeischer Fels. Er hat die Familie verraten und wir stoßen ihn da jetzt hinunter. Ich bin noch nicht so der... Ich will noch nicht so assi werden, dass ich da komplett käuflich bin. Das machen wir später. Ja, Lucius Papirius Cursor. Was machen wir mit dir? Sollen wir eine Heirat arrangieren? Unterstützung plus 8 Senatoren. Kostet 3297. Bist du verrückt? Bist du denn verrückt? Nein, nein. Wir gucken nochmal in die Übersicht. Oh, unser Imperium. Ja, ist nicht so gut, aber ist ausreichend. 6 Regionen im Besitz und so weiter und so fort. Also Rom kann eigentlich zufrieden mit uns sein. So, und jetzt habe ich hier natürlich den Anschluss verpennt und die Etrusker haben mittlerweile eine halbwegs passable Garnison hier rüber gekarrt und belagern jetzt sogar eben hier unten unseren Hafen. Mit einer nicht ganz so schlechten Flotte. Aber wir werden uns das schon noch für rächen. Und wahrscheinlich werde ich jetzt hier keine Handelseinnahmen machen, oder? Wir erwarten einen neuen Kurs. Unsere Nebensiedlung, ja. Zu euren Diensten. Ich quicksave mal kurz, denn ich will mal gucken, ob ich das Schiff auch so angreifen kann. Oder ob ich da direkt auf ein Schiff drauf muss. Ah ja. Das ist also die Garnison, die wir hier zur Verfügung haben. Das ist doch ganz passabel. Das machen wir mal automatisch. Aggressiv. Ich will so viel wie möglich hier vernichten. Okay, die werden aufgelöst. Das ist gut. Er hat aber hier ein Artillerieschiff. Uiuiui, Skorpion-Triere. Gar nicht so übel.
Getötet, 235. Also es war also mehr oder weniger ausgeglichen von den Verhältnissen. Ja, wir versklaven die, das sind ja nicht so viele. Und diese Armee hat einen Punkt Militärtradition bekommen. Cool. Eure Befehle? Diese Armee, die aus nicht viel besteht insgesamt. Also, will ich aus dir... Oh, ich würde ja eigentlich eher aus ihm so einen Bauwesensexperten machen. Aus dieser Armee jedenfalls. Die Armee behält ja die Tradition. Waffenschaden bei Nahkampfeinheiten. Waffenschaden für alle Geschosseinheiten. Wirst du ein Admiral? Römische Admiräle. Das wirkt irgendwie so merkwürdig. So wieder natürlich. Naja, Geschosseinheiten. Zählen da auch Marineeinheiten dazu? Ich weiß es nicht. Wobei, warte, ich habe einen Admiral da oben schon. Nee, geht nicht. Okay, mir ermöglicht den Bau mittlerer Belagerungsmaschinen. Das könnte ganz cool sein. Ah ja, dann machen wir doch das. Baukosten reduzieren ist sowieso immer gut. Ups, das war das falsche Fenster. Ist eine Ehre, Rom zu dienen. Hier, da ist ja der Admiral drauf. Ja, okay, gut, dann hat er halt ein Schmusekätzchen da. Streiter sind heldenhafte Krieger und Experten militärischer Angelegenheiten. Sie können über das Agent-Rekrutieren-Feld rekrutiert werden, wenn eine Siedlung ausgewählt ist und die militärischen Technologien erforscht wurden. Und ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht im Prolog. Militärausbildung. Diese Ausrüstung ist eine Schande. Ja, der macht sich direkt an die Arbeit. Ich habe jetzt nur keine Bewegungspunkte mehr. Das finde ich irgendwie doof. Möchte ich gerne... Ja, das sind wahrscheinlich schwache Schiffe. Was haben wir denn hier noch? Regulus, Bassus, Cursor, der Cursor, Haus der Cornelia, Haus der Junia, aber warum sollte ich einen anderen nehmen? Und Haus der Häuser, Haus. Du bist ehrlich gesagt billig. Ich weiß nicht, wie viel Unterhalt kostet so ein General. Nix, oder wie? Der wird bestimmt Unterhalt kosten. Ich kann noch einen General gebrauchen, denke ich. Ich könnte eine Triarier nehmen, aber nein, Leute, ich bleibe bei der Kavallerie. 90 pro Runde kostet er, gut. In Bewegung. So, du holst ja nächste Runde hier ein paar Truppen ab und gehst dann damit in die Stadt rein, während er hier aus dieser Stadt rauslaufen wird. Nächste Runde ist dann auch hier die Kaserne fertig. Nice. Ich erwarte eure Befehle. Ja, du kannst direkt wieder zurück. Brauchst gar nicht so lange zu warten, Junge. Holst mir hier nächste Runde ein paar Prinkaps. Die wir nächste Runde ausbilden können. Nicht so viele, aber ein paar brauchen wir schon. Okay, wir hatten Kohle über. Für dich... Und dann wart. Und da ist die Kohle auch wieder weg. Aber immer so ein Tausender sparen, das sollte man, glaube ich, schon. Weil sonst ist auch bei 2000 wirklich kein großer Handlungsspielraum da. Kann man keine großen Sprünge machen. Oh ja, shit, ich habe die Technologie vergessen. Der Reminder gefällt mir. Gefällt mir wirklich gut. Ich vergesse sowas sonst immer. Okay, so, wo war das Ding mit den... Wirklich Rekrutierung von Würdenträgern. So, einen brauchen wir. Eine Konstruktion. Ja, okay. Ups, ich klicke da immer auf das. Ich denke immer, das ist dann so, das, um alle Fenster und alle Pop-Ups hier zu schließen. Gucken wir mal ganz kurz auf die strategische Karte, wenn wir jetzt hier mit dem Part Schluss machen. Oh, 41 Minuten, Leute. Nee, ich muss Schluss machen. Wir sind beim nächsten Mal wieder dabei. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zugucken. Wünsche euch alles Gute. Pax vobiscum, valete.